Hey Leute, willkommen zurück bei meinem Let's Play Dragon Nest. Ja, wir machen natürlich auch gleich weiter. Ein Part könnte ich heute, glaube ich, noch machen. Nein. Das war Kraterstein. Da hätten wir einmal das geheime Rezept. Da müsste man dieses einen Teiler unsichtbare Mann. Okay. Okay, müssen wir nach unten. So, dann glaube ich mal, dass da wäre die Quest hier. So, dann laufen wir gleich mal rein und kloppen alles nieder, was wir sehen. Bam, so richtig schön gepanzerter Hund. Da. Ganz komischen Goblins. Ein Abzeichen. Ein Hobgoblin, der nur 13 Meter entfernt ist. Gleich wird er verprügelt. Ausgeraubt. Eine Glyphe, Schleierglyphe. Goblin, du brennst. Sag mal, wer schießt denn da auf mich? Ja, total verrückt, ey. Das tut doch weh. Bam. Okay, da liegt nirgendwo was Schönes. Yeah! Es regnet. Kreuze. Liegt ja überall Zeug auf dem Boden, das gibt ja nicht. So, gleich mal Mana einsammeln. Yeah, das brauchen wir. Kritischer Angriff. Thank you.
Und jetzt normale Angriffe erhöht. Oh, tut mir leid, ich habe dein Schild kaputt gemacht. Aua. Kannst du mich doch nicht einfach so mit der Keule schlagen, ey. Komm her. Liegt da noch irgendwas? Nee, nichts Wichtiges, nur Geld. Wer braucht schon Geld? Goblin! Bam! Richtig schön und bam! Unser Kleriker ist ein Fußballfan. Das merkt man an seiner Fußtechnik. Er benutzt den Roundhouse Kick zum Beispiel. So, einsammeln, einsammeln, einsammeln. Oh, du komisches Viech, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt aber einsammeln. Wow. Da liegt ja gar nichts mehr. 2 Skills, die man jetzt erlernen kann. Beziehungsweise verbessern. Gucken wir gleich mal. Provozieren. Okay. Erlerne ich, das wird mir später gebrauchen. Deshalb benutze ich am besten Moment auf diese Seite hier. Im Klerikerbaum. Momentan noch nichts. Gut. So, erstmal eine Quest hier abgeben. Sehr schön. Hier haben wir, glaube ich, jetzt keine Quest mehr. Nope. Okay. Durchbricht die Barriere der Hardien-Viecher. Das muss, glaube ich, auch noch 10 sein. So. Seufzende Stimme. Oh. Das muss es sein. Was soll denn das jetzt? Ich hab doch den Skill versetzt. Was soll das? Gleich mal gucken, wie der funktioniert. Komm her, mein Klöne. Na komm schon. Komm, 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 komm. Wer will wohl nicht? Wie es aussieht, hält die Provozierung nicht lang. Also die Provokation hält da wohl nicht lange.
Sehr schön. Kleine Goblins. Boah, der hat was fliegen lassen. Der hat was fallen lassen. Ja. Gleich die Viecher hier jetzt nochmal verprügeln. Und bald haben wir auch unser erstes Set. Also, erstes episches Set. Ups, falscher Kopf. Schon zu sehr in Borderlands gewohnt. Seufzende Schlucht. Boom. Da ist ihm wohl so ein Zapfen auf dem Boden auf den Kopf gefallen, ne? Da muss man im Moment aufpassen. Ah, wir sind voller erschossen. Bam. So. Aua. Boom. Fledermäuse mit Zähnen. Die Viecher sehen ziemlich gefährlich aus. Solche kleinen Viecher, ey. Da. Hier, nimm das. Aha! Hier liegt ein Ornament. Nehmen wir gleich mal mit. Hier ist nochmal eine Kiste. Cash, Ohrringe. Apropos Cash. 15 Gold haben wir hier. Boah, wir werden ja reich. Aha, noch ein Magier, nimm das, du Loser, kleiner. Da ist ja noch einer. Hier liegt jetzt ja eine Quest. Was ist denn das? Sieht zum Teil ein bisschen so aus, als ob es da blitzt. Ab, yeah, Kriegprügel! Bam! Unglaublich, hier liegt überall Zeug rum, ey. Keiner hat eingesammelt. Kommen wir hier angelaufen, auf einmal liegt da Gold auf dem Boden. So, 223.000 Experience. Das ist nicht schlecht. Goldene Kiste. Achat. Bestimmt. Rauer Achat. Oh, doch nicht. Schlüssel der Dimensionstruhe. Nice, nice. Die Schlüssel werden wir später noch gebrauchen. Sprich mit Fergus. So, dann gehen wir erstmal in die Stadt.
So, da haben wir erstmal die Quest hier fertig. Level 16er Quest haben wir gleich hier. What can I do for you, young adventurer? Ressource, die tut da jetzt noch jemand Let's Playen oder wie? Ich hab doch da gerade jemanden gesehen, der seinen Charakter irgendwas mit Let's Play genannt hat. Oder habe ich mich da übersehen? Im Deutschen ist das hier natürlich wieder mal komplett falsch übersetzt worden. Das sieht so aus, als ob das Ding jetzt plus 22 wäre. Stimmt aber nicht, das Ding ist plus 2. Im Englischen heißt das Teil komplett anders. Jetzt ist es Teil plus 3. Und bei plus 4 geht's kaputt. Come back soon. What can I do for you, young adventurer? What can I do for you, young adventurer? So, erstmal ordentlich das ganze Zeug hier verkaufen. Das brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Diese Teile hier genauso wenig. So. Das ist für die Kali. Come back soon. Handeln, Verbesserung. Vier, Warnwächter-Schild. Oh, was ist das jetzt überhaupt? Also ich hab schon vergessen zu gucken. Ah, plus 6, perfekt. Okay, minimal verbessert. Welcome. Feel free to look around. Also minimal besser, wie ich es halt haben will. So. Dann verkaufen wir die zwei Teile hier. Ich versuch's jedenfalls. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja Geld dafür. So. Ein paar Gold. So 100 Gold oder so. Nee, so viel kriegt man dafür bestimmt nicht. Aber man könnte versuchen für 2-3 Gold. Wer weiß, vielleicht braucht ihr jemand dann. So. My fingers are aching again. Is there anything I can help you with? Okay. Dann wollen wir mal, wir sind Level 16 und ja, gucken wir mal, was verkaufen die hier. Blauer Löweschild. Okay. Blauer Löwen Morgenstern. Blauer Löwe Hose für 14 Gold plus 0. Ja, das Ding kannst du behalten. Das kaufe ich bestimmt nicht. Okay, dann kaufen wir. Versuchen wir mal das zu verkaufen. Wir haben hier plus 8. Oh, nee, Level. Nee, wo ist das Level? Level 10. Gucken wir mal Level 10. Was gibt's denn hier jetzt? Gibt's da gar nichts. Okay. Dann versuchen wir mal das zu verkaufen. Plus 8 haben wir. Versuchen wir mal für. Ja, 3 Gold. Mal gucken, vielleicht guckt sie jemand ab. Das ist plus 3. 3. 3. So. Mal gucken, ob es jemand abkauft. Schleierornament, Magieverteidigung. Okay. Dann müssen wir jetzt schon eine Angriffsglyphe können wir jetzt schon ausrüsten. Sortieren. Hier haben wir sowas aber nicht. Da legen wir erstmal das da hier ab. Gelde. Hier haben wir Rüstungsbrecher. Den Skill haben wir nicht. Das ist für Level 24, für Level 60 Rüstungsbrecher. Ja, aber den Skill werden wir auf jeden Fall später noch erlernen. Von daher nehme ich das einfach mal mit. Woanders jetzt.
Jetzt haben wir schon mal Rüstungsbrecher schon mal angezogen. 10% mehr Damage. Oder wie auch immer. So, dann können wir weitermachen. Erstmal Tränen der Göttin annehmen. Was ich den da als Verdammnispriesterin. Enterborn, Darkness, hier Saint. Okay. Habe ich das jetzt angenommen, oder? Okay. Gut, wir haben jetzt hier noch ein paar Quests. Auf der Karte, dort hinten haben wir nichts mehr, dann müssen wir jetzt in die Richtung. Hier haben wir schon mal was, Level 16er Kiste. Da kriegen wir Schriftrolle, Inventarerweiterung, Rabattgutschein. Perfekt, da kann man mit Level 16 das Ding ziemlich easy benutzen. Was will der? Was will der jetzt? Gut. So, das nächste ist Level 24. Da haben wir diese Tränke. Wo ist die Erweiterung? Hier. Genau das da habe ich haben, die wir schon die ganze Zeit haben wollen. Wir haben jetzt Wiederbelebung 5 und also 25 von Cash. 25. 5 von Cash. Jetzt haben wir 20 Cash Wiederbelebung. Perfekt. Wie nett der doch ist. Da bleibe ich wohl den anderen. Naja, nicht interessiert, wie gesagt. Ich bleibe in meiner eigenen Gilde. So, jetzt mal die Quest hier. Und da haben wir gleich auch schon mal die nächste tägliche Tränen-Quest. Und da haben wir hier gleich auch noch eine. I've been expecting you. You have the makings of a great hero. Fortschritt. Hole eine Mutationsjuwel. Das ist Verdammnis. Das mache ich ein bisschen später. Oh, sorry. I was thinking about the love novel I read last night. Okay. Oh. It's you. Oh, it's me. I will not lay down this knife until there is peace. I still miss my master. Fight on until we have peace. Okay. Da haben wir hier nochmal. Sehr schön. Aber nicht auf Level 16 schon was irgendwas mit Skill oder Quest? S-Quest. Aber auch noch nichts gut. This weather is great for flying. This weather is great for flying. Mal gucken, ob bei dem schon irgendwas fertig ist. Außer die eine Quest da, was ständig angezeigt wird mit dem Fragezeichen. Das hier was. Muss das ständig als Fragezeichen bei ihm angezeigt momentan? Ich weiß nicht wieso. Normalerweise ist es halt ein Gegenstand, das man halt sammeln muss, im Inhalt abgeben muss. So, da hätten wir hier noch eine Quest. Wird ausgeführt. Kirscher, Level 16, OP. Da hätten wir Level 20. Die Ringe sind ja schon Level 20, okay. Knowledge is power. Knowledge is power. Sehr schön. Da hätten wir hier noch was. Auf der anderen Seite. Und die Gilde ist schon bald Level Up. Das ist echt awesome. Kann man, glaube ich, mal wieder Erweiterung für Gildenslot kaufen. Also, Gilden im Winter. I was listening, to the wind. Die Bank halt. What do you need? It's not so bad here.
Okay, Geschenke. Ich gebe jedes Mal als erstes einmal ihr Geschenke und natürlich auch Irine, die die absolut süßeste Stimme hat im ganzen Game. Und Mai, der gebe ich auch Geschenke mal als erstes. Die hat auch eine geniale Stimme. Ach ja, da hast du aber letzte Nacht aber ziemlich viel geschrieben. So. Dann gehen wir mal jetzt in dieses Gebiet hier. Grenze zur Dunkelheit, weil da haben wir auch noch eine Quest. Eine Quest. Sehr schön. Geschenke? Obwohl, das ist ein Girl. Sie kriegt das. So. Jetzt muss ich normalerweise eins von den Teilen hier überleben. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das jetzt machen soll. Weil hier hat man 21.000 live. Hier sind die Statuswerte etwas anders, als man sie normalerweise auch hat. Aber egal, Grenze zur Dunkelheit gefällt mir sowieso nicht so, weil die Statuswerte einfach total durcheinander gewürfelt werden. Okay. So, da können wir weiter. Gut, die nächste ist schon wieder Todeswald. Aber wir nehmen erstmal das da hier, Adlan. Anhang annehmen. Kriegt man solche Steine von denen, wenn man die Abzeichen in NPCs gibt. Und manchmal kriegt man auch wirklich ziemlich genial, also ziemlich gute Steine, die man jetzt auch wirklich braucht. Wie zum Beispiel das hier, um auch richtige Steine zu kriegen oder selbst zu schmieden, die man halt haben will. Ah, verdammt. Ich habe jetzt einen anderen Tisch. Der ist ein bisschen viel so unangenehm. Ich habe ja unten keine Abstellung mehr. So, dann laufen wir mal erstmal dahin. What? Die haben Angina genervt. Trollt er jetzt oder ist es jetzt tatsächlich so? Moment, habe ich da überhaupt... Gucken wir gleich mal. Ich glaube, ich habe hier noch eine Quest. Hier sind sogar vier. Auf Schwermeister, verdammt. Okay. Schläfertempel. Hier schlafen die ganzen Viecher. Hier, Viech. Aha. Damn. Sehr schön. Die jetzt weggekickt, die miese kleine. Liegt überall Kupfer. Aber wer braucht heutzutage schon Kupfer? Wenn er Silber haben kann. Oder Gold. Oder Diamant. Ist doch geil, wenn es noch eine höhere Form wäre. Diamant.
Oder so wie in Borderlands 2, dass man für Iridium jetzt also eine andere spezielle Währung zwar irgendwas kaufen könnte, wie zum Beispiel Inventarerweiterung, aber natürlich kein echtes Geldwährung, sondern so Spielgeldwährung, wie zum Beispiel Gildenpunkte oder sonst irgendwas, das wäre auch genial. Diese Fledermaus geht echt auf die Nerven. Fliegt er die ganze Zeit in der Gegend rum und piepst. All Dungeoner. Immer diese Goldbämmer. Dass es wirklich so viele Leute gibt, die darauf reinfallen und das ganze Zeug kaufen. Das ist echt nicht normal. Das soll ja normalerweise ja illegal sein, also nicht erlaubt in dem Spiel. Wenn die Geämts oder irgendwie sonst irgendwas rausfinden, dass man das gemacht hat, dann kann man halt gebannt werden. Oder ist natürlich auch ein hohes Risiko, dass man gehackt werden kann, aber ich möchte das auf jeden Fall nicht rausfinden, wie und was das wirklich ist. Aber das Risiko ist für mich jedenfalls zu hoch. Da frage ich lieber selber. Machen wir jetzt das Ding auch kaputt. Stehen da drei Steine mitten auf dem Weg, ey, das gibt's ja gar nicht. Lass mich doch mal aufstehen, Alter. Das ist das Problem in dem Game. Man liegt hier ziemlich oft auf der Schnauze und kann kaum aufstehen. So. Hier, was hat sie jetzt davon? Richtig schön die ganzen Abzeichen hier einsammeln. Okay, jetzt muss man diese Kristalle hier aktivieren. Auf jeder Seite eins. Oh, hier ist noch ein Abzeichen. So, jetzt Schläfertempel. Das ist Alistair. Willkommen. Der Top kommt aus League of Legends. So. Und daneben gebombt. Ist das nicht schön? Ah. Aha. Kannst doch nicht so auf mich eindreschen. Tut doch weh. So, und das war's auch. Yeah. Explosion Repair. Star Ocean Bowman. Kann man gleich drei Quests oder so fertig, oder wie?
Oder waren sogar 4. Auf jeden Fall, ein paar Quests haben wir gleich schon fertig. Boah, was wir gekriegt haben, mittelmäßig. Das Zeug kann man ja voll brutal verkaufen. So, hier leuchtet der Boden. Das ist jetzt die Quest. Sammeln wir das Zeug ein. Dreckige Kleidung. Okay. Gehen wir mal raus hier. Abenteuer. Das Ding ist ja Level 22. Todeswald. So, da laufen wir gleich mal zum Todeswald, aber erst machen wir hier das Ding hier abgeben. Buy Boost, Level 10 bis 24, Turbo Agent. Das ist ja mal ein richtig brutaler Agent. Agent. Agento. So, Todesphase, da müssen wir nicht hin. Aber das erste, da könnte man eigentlich auch die eine Quest hier annehmen. Die Todes machen wir ein bisschen auch schwer. Da haben wir das auch schon mal hinter uns. Oh, mehr ein komisches Viech. Mann. Ah, das hat er jetzt davon. Da in der Gegend rumliegen. Okay, dann wollen wir mal. Bam. Der Assassine, der soll am Ende wirklich ziemlich stark werden. Ich glaube mal schon, dass ich jetzt einen Assassine leveln werde irgendwann mal. Auf jeden Fall habe ich mir schon mal den Namen klassiert, also der Name gehört mir auf jeden Fall schon mal. Ich habe mein Assassine Kirito Asuna Sau. Sword Art Online halt. Ja, best. Den Namen kann keiner mehr nehmen. Und weiter geht's. Todeswald. Das Gebiet hier erinnert mich sogar ein kleines bisschen an Path of Exile. Aber Path of Exile habe ich ja auch wegen dem Grund aufgehört zu spielen, weil es dort keine Aktionssource gibt. Dass man da stundenlang, tagelang bis sogar wochenlang für das Gegenstand sucht, was man haben will oder was man verkaufen will. Und da ist es jetzt schon sogar die meisten Sachen so extrem zu überteuert. Selbst wenn es eine Seite gibt, wo man die Sachen alle suchen kann und dann von anderen Leuten dann abkaufen kann, indem man sie kontaktiert und so. Aber was bringt dir das, wenn die Sachen sowieso überteuert sind? Von daher ist das ganze Gerede von Auktionshaus, dass es das Spiel kaputt macht, völliger Schwachsinn. Die Sachen sind sowieso überteuert, ist vollkommen egal, was man macht. Inflation ist trotzdem im Spiel. Ob da jetzt ein Auktionshaus drin ist oder auch nicht. Solche Games, wo kein Auktionshaus drin ist, spiele ich erst gar nicht. Und deswegen wollte ich auch
wüssten, ob in Diablo 3 noch so ein normales Aktionshaus vorhanden ist, dass man jetzt mit normalen Spielgeld Sachen kaufen kann. Wenn nicht, dann nö. Dann kaufe ich mir das Game nicht. Dann kommt da jetzt so ein Typ mit einer Axt, kriegt einmal ins Face, den Kick und weg ist er. Haben wir da hinten nicht noch was vergessen? Wo waren es? Da, okay, haben wir auch schon aktiviert. Und die Teile vergesse ich immer öfter. So, jetzt knallen wir rückwärts laufen und bam! Oh, wieso treffe ich denn nicht? Das gibt's doch gar nicht. Komm her, du. Bam. So, da müssten jetzt hier hinten noch ein paar Viecher sein. Wow. So viel Zeug liegt da in der Gegend rum. Aha, Fragmente brauche ich nicht. So, auf der Karte leuchtet doch nichts mehr, da kann man ruhig weitergehen. Okay, erstmal richtig schön Kick ins Face und dann kommt da noch ein Kick hinterher und dann Bam und Donnerschlag und erstmal rückwärts springen nach hinten und dann kommt da nochmal Boom und dann kommt noch ein Kick. Und weg ist das Sieg. Aber das ist noch nicht vorbei, da wollen noch welche. Bam. So. Meister einen Dungeon auf, was war das, auf Schwierigkeitsgrad schwer oder wie? Oh, ich glaube schon. Gradsenke. So, dann geben wir mal hier noch eine Quest ab. So, was haben wir denn noch? Kraterstein, der unsichtbare Mann, das lebhafte Bild. Das müsste dann gleich da hinten sein. Moment, aber dann laufen wir hier raus. Okay, dann gehen wir mal in die Stadt. So. Die Sachen von der Irine möchte ich jetzt noch nicht. Ich rede mal mit dem Typen da hinten. Aber ich glaube, der hat noch... Ja, der Zweig ist fertig, gut. If you got time to idle there, why not help me? Nö, Geschenke gebe ich ihm nicht. What are you doing here? If you got time to idle there, why not help me out in repairing the air? Sehr schön. Aha, das waren sogar drei Quests bei ihm. Gut, da haben wir hier noch eine, da und da. Das ist Träne der Göttin.
So. Komm langsam voran in dieser Stadt. Aha. Bei Mai. Oh, sorry. I was thinking about the love novel I read last night. Moment. Kieferknacker. Yeah, das wollen wir. Oh, sorry. I was thinking about the love novel I read last night. So. Da. Okay, zweite Seite haben wir auch schon. Seen anything you like? Ob ich was sehe, was mir gefällt? Ja, klar. Aber ist leider nicht erhältlich. So. Da hätten wir diese Quest fertig. Jetzt gleich mal beim Schmied. What can I do for you, young adventurer? Aufgabe nicht. Quest bei ihm. Okay. So, da hätten wir fast alles jetzt. So. Ein paar Quests hätten wir jetzt. Zwei Quests haben wir jetzt noch hier auf der anderen Seite. Jetzt mal kurz noch anders hinsetzen. Oh Mann. So. Da hinten haben wir jetzt noch die Hauptquest. Ich gebe die mal ab. Wer weiß, was man als nächstes mit der Hauptquest machen muss. Die Ohrringe kannst du eigentlich behalten, weil die sind wirklich... ich weiß auch nicht. Da habe ich lieber weißes Zeug als die Dinger. So, da hätten wir, glaube ich, hier noch was. Ja, Hinterhalt der Plünderer. Das war ja noch die eine da. Machen wir mal auch schwer. Weil Gegenstände beschaffen ist im... Naja, nicht besonders nice. Level 15 ist das Ding. Oh, das könnte man eigentlich auf Meister haben und dann Level Up. Nein, aber... Man könnte vielleicht Level Up kriegen, nachdem man die eine Tafelquest dann abgibt. Ups, falscher Skill. Alles deine Schuld, Hündchen. Ah. Wow. Okay. Aber da kommen mir die Viecher jetzt schon wieder. Erstmal die Fernkämpfer hier platt machen. Die nützen sich auf die Nerven. Ein paar Goblins verprügeln. Ups, falscher Skill. Juhu! Was sind das für rote Goblins? Ich kann mich irgendwie gar nicht mehr an die erinnern. Von meinem Gedächtnis, ey, das ist echt schlimm. Bam! Altium-Fragment brauche ich eigentlich gar nicht, aber was will man machen, ne? Oh Moment, da liegt doch was. Ist nur eine Heilung. Guild Bifrost. Bifrost. Das könnte vielleicht sogar eine Gilde von Lathel sein. Ich glaube, ich müsste mal demnächst wieder mal Lathel überhaupt anfangen mal zu spielen. Oder mich wenigstens mal einloggen, sonst verliere ich wieder meinen Namen. Dann habe ich so ein komisches OGP neben meinem Namen stehen und das ist nicht schön. Von
Da gehen die ganzen Gegenstände, die man im als Post zugeschickt hat, natürlich auch verloren, weil es ja dann ein anderer Name ist. Ich habe schon mal so ganzen Items verloren, die ich da in der Post hatte. Trotz GM kontaktieren den Support und alles drum und dran habe ich die Items nicht wiedergekriegt. Deswegen muss man sich auf jeden Fall nochmal da einloggen, damit das System noch eingetragen hat, dass ich noch vor kurzem drin war. Wow. Sehr schön, verprügelt. Ich glaube den zweiten Part, ich weiß nicht, ob ich das noch genügend Speicherplatz auf der Festplatte übrig habe, aber ich glaube mal schon. Ich muss ja sowieso ja noch rendern, von daher zwei Parts an einem Tag reicht vollkommen. Müssen sie auch noch gerendert werden, das dauert ja auch noch eine Weile. Yeah. Sag mal, wir werfen da Bomben auf mich, ey. Das sind doch diese kleinen roten Goblins oder etwa nicht. Hör auf den Boden zu liegen, da treffe ich dich nicht. Entweder kommt es mir nur so vor, oder hat der Charakter wirklich extrem hohe Lähmung oder Betäubung. Aber irgendwie ist dann dauernd jemand gelähmt oder betäubt. Ja, jetzt schon wieder. Puh, das ist ja... Wenn man jetzt noch sogar noch solche Waffen ausrüstet und Glyphe, die sein Leben oder Betäuben erhöhen. Und da schon wieder. Das ist ja... wow. Dann machen wir noch die 26 Kupfer einsammeln. Wow, enorm viel Geld. Ah ja, 26 Euro? Das wäre auf jeden Fall ziemlich viel. Wenn das 26 Euro einfach so auf dem Boden liegen würde, wow. Mann, die fallen ja alle um. Scheinen wohl alle krank zu sein, die Viecher. Gildenboni. Wie viel haben wir noch? Pui, noch ganze 1000 Punkte braucht man. Wow. Ich kann mich an die roten Viecher echt nicht erinnern. Sind das neue Gegner oder? Ich weiß auch nicht. Ist noch einer.
Sehr schön. Überall Knete auf dem Boden, das brauchen wir. Kleinen Fernkämpfer, die gehen erst als erstes drauf. Okay. Krass, Abzeichen, Abzeichen. Okay, was anderes möchte ich nicht kaputt machen. Vergeudet alles Zeit und da ist sowieso meistens nichts drin. Einmal das hier, einmal das und... Oh, jetzt hat er meinen Skill unterbrochen, ein mieser kleiner... Erstmal richtig schön und jetzt versuche ich doch noch mal zu unterbrechen und nie lassen. Oh, da ist ja noch ein kleiner Hundchen. Kleines Hundi, komm her. Oh, ich musste ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob ich es schon mitgeteilt habe, aber ich musste ja von meinem Neffen, ja für zwei Tage war das, auf seinen Hund aufpassen. Den Mops. Oh je, ich bin überhaupt kein Hundetyp. Das ist so heftig, der hat mich überhaupt nicht schlafen lassen, ey. Am Ende solche Kopfschmerzen, das ist nicht nur normal. Gehst du um 22 Uhr mit ihm raus, bist kurz vor 12 Uhr wieder zurück. Und ungefähr um 2 oder 3 Uhr morgens fängt er wieder an zu bellen. Er will wieder raus. Ach Gott, ist das so schlimm. Und trotzdem hat er zweimal auf den Teppich gemacht. Good job. Nee, nie wieder auf den Hund aufpassen. Auf gar keinen Fall. Ich weiß gar nicht, wie die Menschen sowas überhaupt machen können. Das ist so stressig. Da passe ich lieber auf 10 Katzen gleichzeitig auf, als auf einem einzigen Hund. Puh. Sehr heavy. Und da haben die mir noch gesagt, jo, viermal am Tag gehst du halt mit dem Hundchen raus. Gassi gehen, wenn es nur viermal wäre. 8 bis 10 Mal musste ich mit der raus, weil die ganze Zeit raus wollte. Sind kaum rausgegangen und schon hatte sie... Ja, für kleine Hunde. Oder für große Hunde. Ja, auf Hündchen aufpassen ist echt harte Arbeit. Oh, da könnte ich mich ja eigentlich gleich nach Kraterstein porten, aber naja. Okay, dieser Part ist ja auch zu Ende. Ich gebe jetzt nur noch die Quests ab und dann wird richtig knallhart gerendert. I've been expecting you. Ach echt? Nee, Moment. Schwarzer Ritter. Oh Mann, Moment. So, jetzt. Fight till the end. Jetzt ist die Quest fertig. Da hätten wir hier noch eine Quest bei der Tiana. Finally, good riddance. Would you like to know about our current events?
Die hat immer noch nur eins. Nö, das mache ich später. Weil das ist immerhin ein Geschenk. Geschenkgegenstand, was sie da gibt. So, da hätten wir erstmal. Okay, da könnten wir jetzt eigentlich meinen ganzen Ramsch verkaufen. Dann das hier, das da, das da, das. Ne, Moment. Das Ding ist noch besser als das, was ich habe. Das ziehen wir an. Okay. I hope to see you again soon. Was macht denn der Typ hier hinten? Hä? Boah, na warte, Alter. Name speichern, gleich machen wir richtig brutal. Hinzufügen. Sein Name, Grund, Spammer, dieser Kleiner. So, was machst du jetzt, hä? Jetzt kann ich so viel spammen, wie du willst, man sieht dich sowieso nicht mehr. Habe ich zwar vorhin schon nicht mehr, aber na. Solche Leute sind extrem nervig und mich stört sowas. Selbst wenn ich sowas im Chat nicht sehe und einfach nur vorbeilaufe und dieses Gold-Cell-Spam in so einer Sprechblase sehe, das stört einfach. Ich weiß auch nicht. Das ist sogar noch schlimmer wie Leute, die in einem englischen oder in einem deutschen Spiel, was weiß ich, was für Sprachen sprechen, im Allgemein-Chat oder im Welt-Chat. Das ist natürlich auch extrem nervig. Weil ich meine ja, wenn man schon ein englisches Spiel spielt in englischer Sprache, da sollte man dann wenigstens im Allgemein-Chat auch Englisch schreiben. So, dann gehen wir gleich mal zu den Typen da hinten. So. Handel. Kannst einen Ramsch verkaufen. Was ist das? Krieger. Brauche ich nicht. Verkaufen mit 272. Jupp, die Tränke sind immer noch so lächerlich schlecht. So. Da hätten wir hier noch eine Quest. Und während wir da hinlaufen, gucken wir gleich mal wegen Skillung. Okay. Da könnte man göttliche Combo, der Skill ist nicht schlecht, den verbessere ich jetzt mal. Say what you have to, then get out of my face. Say what you have to, then get out of my face. So. Neuer Titel? Okay. Ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, falls es euch wirklich gefallen hat, ein Like oder ein Abo nicht vergessen. Schönen Tag noch.